Servus Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfB Lübeck und heute geht's weiter. Ich glaube, wir waren in einem Transfer noch drin, deswegen simuliere ich mal hier die Stunden runter und schauen mal, ob wir vielleicht ein Angebot noch reinbekommen. Falls in der Aufnahme kurz der Ton weg ist, liegt es dann, dass der Controller ausgeht. Ich weiß, ich soll mir eigentlich mal einen neuen bestellen, das mache ich auch direkt nach dieser Aufnahme. Ramay ist zu einer Übereinkunft gekommen. Wieso geht jetzt hier gar nicht nach oben? Habe ich noch irgendwas angesteckt, was anderes? Die Maus, oder? Ja. Das war die Maus. Ich bin so schlau. Ramay, 1,5 Millionen nehmen wir an. Dürfen wir mal, dass der Transfer noch durchgeht. Weil dann hätten wir noch Chancen für einen neuen Spieler. Oder ich wollte eben einen Jugendscout. Ist halt die Frage. Ich denke, der Jugendscout wird sich auf die Dauer mehr lohnen, schätze ich mal. Weil dann kann ich auch Kowalski und den anderen abgeben, den von Moos. Denn der Jugendscout ist für eine Safe 60 plus Spieler. Dann sind sie schon so genauso gut wie der andere. Wieso sind wir hier eigentlich der ganze Zeit weiter? Eigentlich kann ich schon lange hier schauen. Ja, er ist weg. Ah, jetzt haben wir auch Geld. Bin ich dumm? Aber ich kann das Geld nicht sein. Egal. Jugendstab. Ja, keine Ahnung, der Milo Valdez irgendwie scheiße. Ich schaue hier mal, dass ich einen guten bekomme. 800.000. Was bringt nochmal Erfahrung? Fehlt eine größere Anzahl, aber die Einschätzung ist halt kacke. Ey, ich sehe mal andersrum, muss ich sagen. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Muss ich schauen, kann ich so in die Saison rein oder muss ich jetzt trotzdem den Spieler kaufen? Ist halt die Frage. Doch, ich kann so in die Saison rein, dann mache ich hier. Wie ist es da gerade ein Sechser als Sechser eingetragen? Ey, my fucking Controller. 4-1-3-2. Das finde ich auch eine gute, na gut, was ist gut, eine machbare Aufstellung. 4-1-3-2. Normalerweise ist eher das 4-2-3-1 verbreitet, aber. Ja, mai. Wir spielen halt genau andersrum. Moasburg der Jugendmannschaft haben wir nochmal. Ich jetzt bitte mal hier. Ey, wird einfach nicht 16, das gibt es nicht. Samstag 46, den können wir gleich rausschmeißen. Entwicklungsplan. Was braucht denn? Er muss als linker Mittelfeldspieler Tempo und Schießen. Gibt es das irgendwo? Das hier ist eigentlich ganz gut, finde ich. Intensivwerfen mit Flügelmitspieler. 57, okay. Okay. Ist nicht schlecht. Gibt zwar besseres, aber gibt natürlich auch schlechteres. Hier haben wir doch einen halbwegs guten, aber ich weiß nicht, ob der hier. Ah, ich warte bis einer mit mindestens Einschätzung 4 kommen. Das wäre halt schon wichtig. Und jetzt werden wir reingehen ins erste Duell von heute. Wir spielen im Kellerduell 18. gegen 16. Lübeck gegen den Hannoveraner Sportverein 96. Jetzt schießen wir jetzt 2 zu 2. Ich weiß nicht, wie viel ihr vom Spiel gesehen habt. Ich weiß es echt zwar nicht. Anscheinend bin ich auf den Stopp-Button der Aufnahme gekommen, da ich mein Controller-Kabel einzwicken musste, damit es hell und der Controller nicht alle 2 Sekunden ausgeht. Es tut mir unendlich leid, aber somit seht ihr jetzt zumindest noch den Rest des Spiels. Es ist noch erste Halbzeit. Ihr habt zwar wahrscheinlich viel verpasst. Ich weiß nicht, seit wann die Aufnahme aus ist. Aber es ist ein hochklassiges Spiel. Wir machen sogar mal Chancen rein. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen von uns. Und das hat ein bisschen wehgetan für den Torhüter, kann ich mir vorstellen, aber jetzt haben wir gleich die Halbzeit. Wir müssen jetzt genauso weiterspielen, wie wir vor der Halbzeit aufgehört haben. Schöne Gegenangriffe gemacht. Zwar nicht so gut verteidigt, aber das können wir ja noch machen. Und schon steht's 3-2 für Hannover. Sehr gefällt mir das Spiel. Wir brauchen jetzt nur noch 1-2 Tore, damit wir hier wirklich mal was mitnehmen. Wir müssen wenigstens mal den Punkt holen in der zweiten Liga. Weil das kann es ja echt zwar nicht sein. Lieber Mann, er geht halt nicht raus. Ist halt scheiße. Steht halt 4-2 für Hannover. Das ist halt kacke. Das ist jetzt ganz scheiße, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist hier Hannover im Angriff, aber der Fahne geht hoch. Abseits wird gepfiffen. Und ich weiß nicht, was das soll. Also, keine Ahnung. Und der Spieler liegt sich an den Boden. Da kommt ein Pass auf ihn. Er ignoriert ihn. Der andere Spieler läuft einfach nur ran, ohne den Ball zu spielen, wenn ich auf A drücke. Ist vielleicht mal ein Angriff über den Linksverteidiger. Netz. Der sieht hier jemanden in der Mitte, aber was ist das für ein Pass? Wen soll der bekommen? Und den hat unser Verteidiger noch geblockt. Ich habe schon gedacht, das steht jetzt hier wieder. Mit 3 Toren Unterschied, aber nein. Ich wechsle jetzt auch mal Louis Sibley aus. Für ihn kommt Tarnheit ins Spiel. Und jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir jetzt echt mal hier ein bisschen Angriff in die Sache bekommen. Schön durchsteckt von Moses, jetzt hier auf der rechten Seite frei. Kann alles machen, was er möchte. Nur nicht das eigentlich. Jetzt hier Hahnheide. Will Spiel auf Marco Grill, aber er streichelt den Ball nur ein bisschen.
Den hält unser Torhüter und der Nachschuss ist drin. 5-2 für Hannover. Es gibt es doch einfach nicht. Wir haben den jetzt gehalten. Den zieht er ja aus der Torhüter, aber die einfachen Bälle hält er nicht. Also. Mann. Das ist jetzt auch 6-2 für den Hannoveraner Sportverein. Und das Spiel beendet und die Partie erlöst uns. 6-2 verlieren wir am Ende. Und das verdient, muss ich sagen. Keine Ahnung, wir hatten keine Chancen wieder. 4 Schüsse, 3 aufs Tor und die anderen 10. Von den 3 aufs Tor haben wir 2 gemacht. Besprechung bezüglich Leistung anwesend. Ich muss mal hier speichern. Ich hoffe, dass es jetzt keine Fehlentscheidung war, hier zu speichern. So, würde ich sagen, simulieren wir mal gegen Sandhausen. Aber schauen wir erstmal noch in Scout vielleicht. Vielleicht haben wir hier was Gutes dabei. Ihn hätte ich gerne, aber da haben wir leider nicht genug Geld dafür. Schade. Simulieren wir, schnelle Simulation und das wird eine Niederlage schon wieder. Ach komm, Leute. Das ist aber auch nicht, was ich machen soll. Also bitte schreibt jetzt mal in die Kommentare, ist mein Team so schlecht oder bin ich so schlecht? Soll ich vielleicht eine Schwierigkeitsstufe runterstellen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Verlieren halt 0-3 in der Simulation, das kannst du halt auch nicht machen. Das bleibt schon wieder sehr lange. Mal hier Scouting Update. Ich habe schon gedacht, ich wurde rausgeschmissen. Den lassen wir da. Ich habe nach jedem Screen Angst, dass ich rausgeschmissen werde. 37er Managerbewertung. Transferangebot für Schalom. Ich habe gesagt, die wurden rausgeschmissen. Alter, es gibt Nils Heinrich. Er ist endlich 16. Er ist in der Profimannschaft unter Vertrag. Endlich. Heinrich. Er kommt ins Team für Schalom. Und er bekommt auch direkt seinen ersten Einsatz, würde ich sagen, im ersten Spiel. Ich vertraue ihm einfach was an. Kühn geht auf rechts. Und dann starten wir rein in das Spiel gegen St. Pauli. Ich muss gegen St. Pauli spielen. Ich kann auch nichts anderes machen. Und wenn ich das Spiel jetzt nicht gewinne, dann bin ich rausgeschmissen. Ich stelle es mal von Legende wieder runter auf Weltklasse. Um einfach zu sehen, ob es irgendwas ändert. Ob ich vielleicht jetzt eine Chance habe. Weil wir können jetzt auch nicht anders machen, weil keine Ahnung, was bringt's denn, wenn ich mich anstrengen muss, um zu gewinnen und ich gewinne kein einziges Spiel und dann werden wir einfach rausgeschmissen, dann machst du mit der Karriere und dann haben wir auch nichts mehr davon. Also ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der ersten Aktion vom Spiel wieder. Nicolas Kühn läuft über die Außenbahn und ist schneller als sein Verteidiger. Rennt den Verteidiger davon. Stoppt ihn doch. Yo, lässt ihn komplett ins Ausrennen. Controller, fuck. Es fuckt so ab. Ja, und jetzt. Mach ihn rein! Fuck, Controller! Fick dich! Auch gegen dich kann ich spielen. Einzel für VfB Lübeck. Liegt es an Weltklasse? Liegt es an Legende? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall führe ich jetzt. Und jetzt haben sie vielleicht trotzdem fast ein Tor geschossen, die St. Pauli. Die Hamburger. Jetzt kommt nochmal die Flanke rein. Wieder auf Grüll. Wieder allein vom Tor. Diesmal macht er ihn auch rein. 2-0 VfB Lübeck nach einer Ecke. War nicht Grüll, war Burkhardt. Tut mir leid. Schön durchsteht auf Burkhardt und ich weiß gar nicht wie. Burkhardt mit dem Schuss, der geht rein. 3-0. Schön abgefangen von Grüll. Das muss er alleine machen. Das macht er alleine und dann schießt er rein. 4-0, 32. Minute. Was ist das? What? Was macht der Torhüter, hä? Ich hab gar nicht mehr hingeguckt, hab schon den Controller wieder weggelegt. Hab schön durchgeschickt auf den Stürmer und den macht er rein auch. War aber abseits anscheinend. Ne, war nicht. 1-4 für Pauli. Jetzt haben wir Halbzeit. Wir führen hier mit 4-1. Es liegt halt wirklich an Weltklasse und Legende, schätze ich. Ja, da muss ich mich mal. Könnt ihr mal vielleicht in die Kommentare stellen, was ich an den Reglern umstellen kann, sodass es nicht so schwer ist wie Legende, aber trotzdem schwer ist als Weltklasse. Weil ich meine, so hat es keinen Sinn. So gewinne ich jedes Spiel mit 7 Toren. Mir fällt gerade sogar ein Derby, was wir gerade spielen. Na gut, Derby, theoretisch Derby. Ist halt. Was ist. Ach, Digga, fick dich doch, Scheißkontrolle. Schön durchsitzt von Sibli, er weiß zwar selbst nicht wie, aber er hat's getan. Burkhardt 5-1. Dann stecken wir jetzt hier durch. Luca Netz, glaube ich, heißt er. Ist hier durch auf der Außenmal fucking Controller aus. Es fuckt halt ab. Der hätte ich auch reingebracht, der hätte es auch gemacht. Das sackt mich so sehr ab, ne? Und was ich noch sagen möchte zu Rocket League. Ich glaube, ich kann den Rest von der Ein-Rank-Session nicht hochladen. Da ich anscheinend aus Versehen das Video gelöscht habe. Und jetzt sage ich die Datei nicht mehr ab. Auch im Papierkopf finde ich sie nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, aber jetzt wollte ich nur mal sagen, nicht, dass ihr euch wundert. Hier ist Sibley. Legt doch mal rüber auf Grill und der schweißt ihn rein.
zum 6:1, 83. Minute. Jetzt Burkhardt nochmal. Burkhardt auch nochmal flach rein, 7:1, 85. Jetzt kommt Hanheide ins Spiel für Sibley, da er sich ja leicht angeschlagen hat. Und ich möchte nicht, dass jetzt hier in diesem Spiel etwas Schlimmeres passiert. Deswegen kommt er jetzt raus. Und Burkhardt holt sich hier den Ball des Spiels. Auch verdient, 4 Tore am heutigen Tag von 7 geschossen. Ja. Nach dem Interview muss ich noch mal was dazu sagen. Ach, ich habe das Interview einfach weggedrückt, schade. Okay, dann sage ich gleich noch was dazu. Die 3 Punkte waren jetzt sehr geschenkt, muss ich sagen. Gut, es war gegen Pauli, sind jetzt anscheinend 16. Nachdem Hannover gegen mich gewonnen hat und überholt hat. Aber wenn ich ehrlich sein soll, das kann man nicht so lassen. Bitte schreibt jetzt mal, ich fordere euch jetzt echt dazu auf, mal bitte in die Kommentare zu schreiben, was ich umstellen soll an den Reglern. Damit es nicht allzu schwer wird, aber ein bisschen schwerer. Am besten schreibt ihr in die Kommentare, welchen Regler, wie viel. Wenn das vielleicht einer machen würde, wäre ich extrem erfreut. Wenn nicht, ist es auch nicht allzu schlimm. Ich weiß nicht, ob ich schon in der nächsten Folge bearbeiten kann, weil ich werde die nächste Folge wahrscheinlich schon morgen mit Darkroom aufnehmen. Und da ist die Folge halt erst draußen. Ich weiß nicht, ob da schon so viele Leute die Folge sehen. Deswegen, ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall war es jetzt von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.